Now wird präsentiert von Coca-Cola. Die Musiker verbringen bei ihren Konzerten meistens genauso viel Zeit hinter wie auf der Bühne. Darum spienzelt Deva bei einer erfolgreichen Schweizer Band in die Garderobe. Was bei Pegasus Backstage abgeht, jetzt bei Energy Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Energy Now. Heute begleiten wir eine Band Backstage. Eine Band, die heute oben auf dieser Bühne hinter mir wird stehen. Und eine Band, die den Sprung geschafft hat. Vom Proberaum in der Garage vom Nachbau auf die grosse Bühne. Wenn Pegasus abrockt, dann geht es auch im Publikum so richtig ab. Die Bieler Band zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Schweizer Bands überhaupt, hat 4 Alben und 10 Singles in die Hitparade katapultiert und diesen Frühling auf einer Asienreise die Liebe für den fernen Osten entdeckt. Nicht umsonst spielt im neuesten Videoclip zu Lay Low eine Tee-Zeremoniemeisterin die Hauptrolle. Und da haben wir ja schon die eine Hälfte. Soll ich zusammen? So, schön sind wir da. Was sind die anderen zwei? Die sind noch unterwegs. Wir sind etwas früher da, wegen dir. Das glaube ich ihm nicht ganz. Ist aber wahr. Ist es so? Ja, sicher. Das bei so heißen Temperaturen. Ihr seid ja eigentlich in London, wenn es mir recht ist, am Songs schreiben. Jetzt sind wir extra hier hin geflogen, in die Schweiz geflogen, um das Konzert zu geben. Ja, ich meine, das ist das Wichtigste für uns. Die Konzerte spielen. Aber warum überhaupt Songs schreiben in London? Wenn früher hat man ja das auch im Wohnzimmer gemacht, nicht? Ja, wir haben schon das letzte Album in Berlin geschrieben. Und es wirkt gut auf uns aus, wenn wir in einer anderen Stadt sind. Es wirkt sehr kreativ. Jetzt sind wir, wie gesagt, wieder mal in der Schweiz, spielen ein Konzert. Wir sind mitten im Backstage-Bereich. Es sieht überall ein bisschen gleich aus, oder? Nein, es ist eben immer anders. Jetzt hier ist es cool, mit so einem Raum, man kann Türen zu. Und manchmal ist es so ein Zelt oder was immer. Gut, aber wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, kriegt man da mit der Zeit irgendwelche Ansprüche. Was muss es zwingend haben bei euch in der Garderobe? Ja, ein Körbli Früchte wäre immer noch schön. Es sieht aber so aus, als ob es niemand würde anlängen von euch heute. Ja, du noch, hast schon eine Banane gegessen vorher. Ja. Also offenbar sehr, sehr bescheiden unterwegs. Pegasus, der Tourrider, das ist die Liste, die eine Band einreicht vor der Tournee. Da steht ganz genau drauf, was man sich wünscht im Backstage. Und die Superstars, nicht alle, aber Menge davon, die übertreiben es dort ein bisschen. Und treiben Menge Konzertveranstalter in London. Mit der Katy Perry ist gar nichts gespassen. Sie hat eine ganze Seite mit Verbot für ihren Chauffeur im Tourrider drin. Reden mit dem Star ist genauso tabu wie der Blick in den Rückspiegel. Da hilft eigentlich nur, Trennscheiben auf und ignorieren. Auch der Kanye West lässt sich nicht von jedem umchauffieren. Seine Fahrer müssen Kleider aus 100% Baumwolle tragen. Und seit der Rapper Daddy geworden ist, verlangt er im Tourrider auch ein 8'000 $ teures Bett für die kleine North und einen Küchenchef, der nur gesunde Gerichte zubereitet. Nicht nur in den Videoclips von der Nicki Minaj steht ihre Allerwerteste im Mittelpunkt. Auch in ihrem Tourrider hat die Sängerin einen ganzen Punkt ihrem Hinterteil gewidmet. So verlangt der Star nach ultraweichem WC-Papier und Babyfeuchttüchli. Bei der Beyoncé muss es in der Garderobe exakt 22 Grad Celsius sein. Außerdem muss alles in Weiß gehalten werden. Scharfe Kanten oder Elektrokabel sind hingegen verboten, sodass die Töchter mit Blue Ivy sich nicht verletzen kann. Die Lady Gaga macht dem Tourrider ihrem Namen alle Ehre. Ihre Garderobe muss nicht nur im Glamrock-Style eingerichtet sein, sondern sie verlangt auch nach speziellen Lavendel-Beauty-Produkten und einer Schaufensterpuppe mit pinkiger Schambehaarung. Tja, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Pegasus, sie treten heute vor 5'000 Zuschauern auf. Das war aber lange nicht immer so gewesen. Auch ihr habt irgendwann mal klein angefangen. Und ich glaube, wenn es mir recht ist, war es damals eigentlich ein kleines Konzert im Quartier gewesen, irgendwo in Biel mit den Nachbarn. Wie war das damals gewesen? Wir haben alle an der gleichen Straße gewohnt, an der Schützengasse in Biel. Und wir haben dort geshootet, wir hatten ein Pärchen, wir haben irgendwann angefangen zusammen Musik machen. Und wir haben dann so an der Straße gespielt, bis ein Schuh ist zu fliegen oder so.
und haben vielleicht einen 5 Liber eingenommen, wo wir dann beim Lädeli im Quartier wieder sind, für Schlagzeug verplempeln. Irgendwann ist ein ganz grosser Durchbruch gekommen, 2009, 2010, Human Technology. Dort ist richtig etwas abgegangen. Was war das für ein Gefühl, plötzlich so von allen erkannt zu werden? Also die Musik natürlich auch in erster Linie. Ja, das hat dann alles zusammengepasst. Und ja, wir sind dann sehr froh gewesen, weil ich hatte das Gefühl, wenn es ein weiteres Album so weitergegangen wie vorher, hat man auch nicht mehr weitergemacht. Warum? Also gerade einen mutigen Lohn, weil der ganz grosse Erfolg ausgeblieben war? Ja, weil wir sind die ganze Zeit im Existenzminimum gelebt und jeder hat irgendwie einen weiteren Schritt für gebraucht und gesucht. Und wir haben es zum Glück mit unserer Musik geschafft und nicht anders. Ja. Und jetzt setzt du dich namentlich gerade auch wieder für einen Nachwuchs. Du bist Jurymitglied beim Mike Hogue Music Soundcheck. Was motiviert dich dort dabei zu sein? Mich interessiert sehr, was die nächste Generation an Musik wird bringen in der Schweiz. Ich finde, die internationale Bühne rückt immer näher zusammen, was die Qualität angeht. Und ich bin gespannt, was die Schweizer so auf dem Kasten haben. Und wir werden es sehen. Und ich würde gerne, wenn mich jemand interessiert, denen versuchen, ja, langfristig etwas zu bieten. Es haben sich so viele Bands auch angemeldet. 12 davon haben sie ins Halbfinale geschafft und die 12 treten jetzt im Videovoting gegeneinander an. Die Bands sind im Rennen um die 50'000 Franken Preisgeld, um ihre Karriere zu pushen. Das Videovoting läuft noch bis am 9. Oktober. Die 5 Jungs von The Birthday Girls wollen mit Indie-Pop-Rock ins Finale ziehen. Die Multikulti-Band aus Zürich ist vor 2 Jahren als erste Schweizer Band sogar von der britischen BBC zu einer Full-Plug-Session eingeladen worden. Auch das Quartett Full Blast aus Genf ist im Rennen um den Titel als beste Nachwuchsband. Mit ihrem melodischen Gitarrenklang sind sie schon an namhaften Festivals in der Westschweiz auftreten. Der Singer und Songwriter Levine gibt alles und zeigt seine rockig und poppig Facetten. Mit Songs von seinem neuen Album All In möchte der St. Galler den Contest für sich entscheiden. Die Walliser Macau sind mit einem Mix aus Rock, Jazz, Blues und Folk auf Stimmenfang. Die Band und die Sänger Cyriel und Pascal hat schon zahlreiche Nachwuchspreise abgesandt und kann auf eine ganze Menge Live-Auftritte zurückschauen. Die beiden Designer Luca und Andrea von Make Plain beschränken sich bei ihrer Musik aufs Essentielle. Nur mit 2 Gitarren und ihren beiden Stimmen bewaffnet, möchten sie beim Voting möglichst viele Stimmen holen. Die 4 Vollblutmusiker von Nathan LeBlanche haben sich mit 2 Zürcher Sängern zusammentun und sind jetzt als NLB Electronics unterwegs. Sie möchten das Publikum mit ihrem Elektrosound vereint, mit Posaune und Gesang überzeugen. Das also 6 von den insgesamt 12 Halbfinalisten. Die andere Hälfte stellen wir dir nächste Woche vor. Es geht schon gleich los mit dem Auftritt von Pegasus. Und wir haben mittlerweile auch noch die andere Hälfte, da sind wir noch der Stefan bei uns. Was machen wir? Was bist du am machen? Der Anzug am Zuknöpfen? Am Zuknöpfen, am Umfäffeln. Das ist das, was du machst, am Umfäffeln. Wenn wir jetzt wissen, was das ist. Und was machst du, lieber Simon? Ich bin immer der Bachelor, der ist vorhin nicht reingekommen und jetzt bin ich zuständig für sein Wohlbefinden. Ich sehe, die Anzüge sie hängen nämlich schon parat. Es kommt euch wirklich nicht in Frage, mal mit Tanktop und Shorts auf die Bühne zu stehen. Schau mal, wir sind so Sprenzeln, wir haben nichts zu offerieren am anderen Geschlecht. Wir müssen uns, wir müssen uns aufmotzen. Wenn wir im T-Shirt kommen, schau mal, wir sind, das ist kein Muskel. Ich meine, wo ist der Strand? Für eine super coole Frisur. Ja, genau. Okay, also die Anzüge hängen nämlich schon bereit. Wir lassen euch jetzt springen, dann könnt ihr eure Fliegen noch schön richten und noch bügeln oder was auch immer machen. Herzlichen Dank für das Interview, viel Spass am Konzert. Das war ein Pegasus. In wenigen Augenblicken steht Pegasus hier hinter mir auf der Bühne und diesen Auftritt würde ich mir auf keinen Fall im Goal lassen. Darum ist auch ich mir jetzt und das Publikum. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Jump, 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 jump.
Präsentiert von Coca-Cola.